Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe eine kleine Geschichte dabei von meinem Grossi, die mir mein Grossi mitgegeben hat, wo sie auf dem Sterbebett gelegen ist und mir gesagt hat, los Bub, denk einfach immer dran, wenn die Leute dir verzapfen, dass es in der Schweiz etwas gibt wie ein Röstigraben, denn sie erzählen nur Seich. Weil es gibt in der Schweiz keinen Röstigraben zwischen Westen und Osten. Es gibt, wenn es so etwas gibt, wie einen mentalen Apartheidsäquator, nur der, der dort durchgeht, nämlich zwischen dem Migrokind und dem Gobkind. Du wirst geboren als Migrokind oder als Gobkind und das bleibt für immer so. Und sie haben mir gesagt, los, denk einfach immer dran, du bist und bleibst ein Migrokind, egal was passiert. Und weil ich dann nicht so recht verstanden habe, der Unterschied zwischen einem Gobkind und einem Migrokind, hat sie mir dann noch genauer erklärt, und zwar mit Fallbeispiel. Sie hat gesagt, los, Gobkind sind langweilige Habaschen. Gobkind, das sind die Kinder, die immer nur biologisch abbaubares Holzspielzeug bekommen, vor einem Weihnachtsfestli extra zum Coiffeur geschickt werden und Bücher von der Federica de Cesco lesen. Gobkind, das sind die Kinder, die mit Fifi schon wissen, dass ein Delfin im Fall gar kein Fisch ist, sondern ein Säugetier. Gobkind, das sind die Kinder, die in der Zeichnungsunterricht in der Primarschule zu den Mikrokindern so eine Sache sagen wie, lass mal zu, schwarz ist im Fall gar keine Farbe und weiss auch nicht, das ist nur eine Helligkeitsstufe. Aber Mikrokind, das sind die Kinder, die in der Primarschule zu den Gobkindern so eine Sache sagen wie, ah wirklich, und jetzt lass du mal zu, das ist im Fall gar kein Pinsel, das ist ein Pommes frites und jetzt guten Appetit, du Steiner-Schüler, so ist es doch. Los. Gobkind, das ist doch wahr. Ist doch wahr. Gobkind, los. Gobkind, das sind die Kinder, die jedes Jahr an die Fasnacht gehen, verkleidet als Indianer oder als Prinzessin, weil sie das irgendwie noch lustig finden. Aber Migrokind, das sind die Kinder, die jedes Jahr an die Fasnacht verkleidet gehen, als dreckige, versaute, blutige Kohleminenarbeiter. Aber nicht etwa, weil sie das noch lustig finden, sondern weil sie einfach keine Zeit mehr haben, um zu duschen, um sich umzuziehen. So sieht es doch aus, Gopfertori. Los, Migrokind sind Schlüsselkind und Gobkind sammelt höchstens Schlüsselblümli, hat mir das Grossi einmal gesagt. Los, Gobkind, das sind die Kinder, die sich zum Geburtstag so ein Fußballliebli wünschen von GC. Oder von Real Madrid und dann auch so ein richtiges Liebli bekommen, so ein Markenhemmli mit Druckennummern drauf, vom Raul oder vom Roberto Carlos oder so Adidas oder Nike oder Puma und dann zwei, fünf Uhrennummern zu gross, damit der dumme Saugofa mit 23 noch Freude daran hat, wieder zurückdenken an früher. Aber Migrokind, das sind die Kinder, die sich zum Geburtstag ein Fußballliebli wünschen, vom FC Schaffhausen, aber nicht etwa eins von Schaffhausen überkommen, sondern irgendetwas anderes, irgendein billiges Hemmli, irgendein scheiss Hemmli aus Indien oder Pakistan, aus Krebs oder irgendeinem Synthetikstoff, wo Lazio Rom oder Inter Mailand oder Sparta Prag sogar noch mit einem Druckfehler draufgeschrieben steht. Nämlich mit ZK, Gopfertori. Nein, ist doch wahr. Los, Gobkind, das sind die Kinder, die nach der bestandenen Matura von den Eltern so eine Espresso-Maschine geschenkt bekommen. Glückwunsch, Schatz. Und die dann nachher so ein halbes Jahr durch Mittelamerika trampen und dann so zurückkommen und so Sachen sagen wie, weisst, das ist wahnsinnig, das ist verrückt, du. Auf dem Kuba, hä? Nein, auf dem Kuba, das ist Wahnsinn. Dort haben die Leute so wenig haben die auf dem Kuba. Die haben nichts und trotzdem sind die immer so fröhlich und haben den Gaudi am Leben und tanzen und trömmeln die ganze Zeit umeinander. Aber Migrokind, das sind die Kinder, die nach der abverheilten Lehrabschlussprüfung als Landmaschinenmechaniker am Chef der Fan klauen, irgendwo in Thurgau rausfahren und dann irgendwo an einem Dorffest in Siernach verwachen, hightrampen und dann so eine Sache sagen wie, weisst, also im Thurgau, das ist Wahnsinn, im Thurgau raus haben die Menschen so wenig, die haben so Leute in dem Huren Thurgau raus und trotzdem lässt sie so beschissen und tanzen dann auch noch erst nach dem 8. Kaffee-Lutz. Nein, ist doch wahr, du. Hör mal auf. Gobkind. Hey! Gobkind haben mit 10 schon ihren ersten eigenen iMac. Und Migrokind haben, wenn es gut kommt, mit 25 ihren ersten eigenen Big Mac. So sieht es da aus. Und wer über so einen Witz lacht, ist einfach ein verdammter Gobkind, hat mir das Grossi gesagt. So. Und ganz zum Schluss hat sie noch gesagt, ganz zum Schluss auf dem Sterbebett, bevor sie dann wirklich verbröselt hat, hat sie gesagt, los. Aber wenn du schon immer ein Migrokind gewesen bist und immer ein Migrokind wirst bleiben, denk einfach immer dran. Egal was passiert, kauf nie ein Brot in der Migro. Weil irgendwie schmeckt es einfach scheiße. Da habe ich dann auch wirklich verstanden als kleines Kind, dass man als Migrokind vielleicht einfach ein bisschen flexibler müsse sein. Gabriel Vetter! Thank you.